Und damit herzlich willkommen zu Folge 2 von The Legend of Zelda für das NES. Wir haben in der letzten Folge ein wenig schon ein bisschen die Map erkundet und uns ein paar Herzcontainer geholt mit Hilfe ein paar neuer Power-Ups, wie zum Beispiel den Bomben ganz klassisch oder auch der Kerze. Zudem haben wir uns den blauen Letter geholt, den wir für die älteren Damen brauchen, die uns Tränke verkaufen. Die haben wir uns schon gesnackt. Und ja, wir stehen jetzt hier vor dem ersten Dungeon und sind absolut ready. Jetzt mit 5 Herzen. Und damit schon laber ich lange. Wir stürzen uns direkt rein. Und ja, die Musik. Ja, die sagt aber auf jeden Fall was. Die ist schon echt nice. Ist eigentlich nur der aus Zelda 2 besser. Von den Klassikern zumindest. Der aus Zelda 2 ist nämlich noch ein bisschen nice. Das ist auch das Einzige, was in Zelda 2 gut ist, der Dungeon-Theme. Gab es auch richtig geile Remixe von. War das in Smash Bros. Oder war das... Ich glaube, das war von einem anderen Fan gemacht, aber... Ich glaube, wenn nicht, war sogar was in Smash Bros. Da drin, ne? Oder vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit irgendwas. Aber ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr wisst. Aber auf jeden Fall ist das schon Soundtrack schon echt nice in Zelda 2, The Adventure of Link. Aber ja, der ist auf jeden Fall auch nice, ganz klassisch. Ja, halt NES halt. Und ja, klassisch, ne? 8-Bit und so. Hört sich aber trotzdem für das, was es darstellen soll, echt nice an. Und gestaltet die Dungeons schon ein bisschen spannender. Ja. Ist nicht so dermaßen, aber es sorgt schon für eine gute Atmosphäre in den Dungeons. Und ja, so viel dazu zumindest. Jetzt kämpfen wir schon gegen unsere ersten Stahlfossritter. Die Skelette, wie sie auch schon damals hießen. Damals hießen sie noch einfach nur Stahlfoss. Aber ja, wir kennen sie ja bis heute schon, die ganz guten Stahlfossritter. Und ja, im Prinzip das Dungeon-System ist halt damals ganz strikt gewesen. Das heißt, wir laufen von Raum zu Raum, die größtenteils alle gleich aussehen. In so einem viereckigen Format, so wo auch die Außenmap. Und ja, wir laufen von Raum zu Raum. Wir brauchen hin und wieder mal einen Schlüssel, um voranzuschreiten. Und am Ende erwartet uns jedes Mal ein Boss, der einen Teil des Triforce beschützt. Und ja, wie auch schon immer, heutzutage gibt es in jedem Dungeon ein Dungeon-Item, was man für meistens auch für den nächsten, also braucht für den nächsten Dungeon zu erreichen. In diesem Falle, im ersten Dungeon, sollte es sogar 2 Dungeon-Items geben, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das ist ziemlich nice. Jetzt haben wir mal die Uhr bekommen. Das heißt, diese sind alle gefreezed und wir können die killen bis zum geht nicht mehr. Jetzt war ganz neu. Jetzt am ersten Dungeon brauchen wir das nicht sonderlich, weil der erste Dungeon ja auch ziemlich einfach ist. Aber ich wiege mich mal lieber noch nicht in Sicherheit. Sollte ich erst machen, wenn ich den Dungeon geschafft habe, weil es ist halt immer noch das erste Zelda und das Ding ist knallhart. Sollte man lieber nicht unterschätzen. Es kommen schon wieder neue Gegner, solche Schleimis sollen das, glaube ich, darstellen. Ich dachte anfangs immer, das wären irgendwie so Bodengräber oder sowas ähnliches, die sich durch den Boden graben und so. Aber gut, bei dem Steinboden ergibt es schon weniger Sinn, aber es sollen schon Schleimis darstellen, kleine. Und hier gibt es ein kleines Secret, beziehungsweise erzählt uns er was von einem Secret. Und ich glaube, dieses Ace Moss Peninsula ist das Secret. Damit hat es, glaube ich, mit dem Secret des 7. Dungeons auf sich zu tun. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich ein bisschen mit den Dungeons erkundigt habe, wie man an sie rankommt. Bis zum 6. Dungeon habe ich es ja so einigermaßen noch hingekriegt, aber also die ersten 5 Dungeon oder so, die konnte man eigentlich so finden. Und ich glaube auch den 6. Ich glaube, den 6. konnte man auch noch finden. Und ab den 7. sind die dann auch schon ein bisschen mit einem kleinen Secret verbunden. Die 8. kann man sogar nur halt erreichen, wenn man die 8 Triforce-Stücke hat, weil da geht es ja dann zum Finale. Und dementsprechend kommt man an den noch nicht ran. Aber ja, sonst 1 bis 5 sind eigentlich relativ gut zu finden. Findet man eigentlich alle auf der Map. Ziemlich einfach, hat nichts irgendwie mit dem Rätsel zu tun. Meistens nur, dass man halt irgendein Item oder so dafür braucht, was man aus den vorigen Dungeons halt mitnehmen muss. Damit man nicht halt einfach irgendwie zu dem letzten gehen kann. Es gibt auch ein paar Dungeons,
die du auch so schon erreichen kannst. Du könntest im Prinzip sogar, ich kann mich erinnern, zu dem Level 8 Dungeon könnte man jetzt sogar, glaube ich, schon hin. Man muss nur wissen, wo er halt ist. Und da ich eigentlich schon weiß, wo der ist, könnte ich eigentlich jetzt schon zum 8. Dungeon. Allerdings würde mich da die Gegner komplett fertig machen. Da ich da definitiv zu schwach für bin. Und auch von den Items her würde ich da irgendwann so oder so nicht weiterkommen. Deshalb rate ich jeden davon ab, in die anderen Dungeons zu gehen. Lieber alles der Reihe nach machen. Und dann ist man vorbereitet. Entsprechend bei den nächsten dann. Also auf jeden Fall nicht zu den anderen machen. Also diese kleinere Rätsel gibt es natürlich hier schon. Also es ist eher so noch ziemlich klassisch und so. Gibt noch nicht so viel. Aber so die kleineren Rätsel, so die Schieberätsel mit den Steinen und so, das gibt es natürlich schon hier. So ist es nicht. Aber es ist halt schon alles sehr klassisch und ja, sowas ganz Klassisches, was du heute nur noch seltener siehst. Hier haben wir jetzt unser erstes Dungeon-Item bekommen, den Bogen. Allerdings finde ich, dass der Bogen erst recht zum Anfang relativ sinnlos ist, weil vor allem, dass man keine Pfeile dazu bekommt. Man muss die für 80 Rubine in einem Shop kaufen. Da hat man im Prinzip auch endlose, also prinzipiell. Ich habe gemerkt, nämlich als ich das erste Mal dann den Bogen eingesetzt habe, ist, dass ein Bogen ein Rubin ist. Das heißt, wenn du einen Bogen verschießt, einen Pfeil verschießt, dann zieht er dir einen Rubin ab. Du schießt quasi mit deinen Rubinen dann durch die Gegend. Und ja, das ist schon ein bisschen komisch, warum man das nicht irgendwie anders hätte regeln können. Aber gut, dann zieht er dir halt jedes Mal einen Rubin ab. Deshalb versuche ich den, die Nutzung, warte mal, ich hab doch ein bisschen, ah, jetzt stand nur schief. Versuche ich den, die Nutzung von den, von dem Bogen zu vermeiden und eher auf anderen Mitteln, umzugreifen. Aber mal gucken, wie lange es dauert, bis ich doch umgreifen muss. Ach, scheiße. Ich habe schon nicht mehr den Dings hier. Aber gut, ich habe jetzt wieder ein Herz bekommen. So, hier gibt es schon das zweite Item, nämlich den Boomerang. Aber warte mal, ich müsste doch eigentlich noch den Kompass finden. Habe ich hier schon irgendwas übersehen? Ich möchte eigentlich schon sowohl Kompass als auch die Karte mitnehmen und zeigen. Aber ich glaube, ich habe den Kompass jetzt übersehen. Da drüben war ja das Secret. Da oben waren wir ja erst. Ich glaube, beim einen Mal bin ich in die andere Richtung gegangen, ne? Scheiße, muss ich schon wieder hier killen. Komme ich nicht zurück. Komm, stirbt. Stirbt, ihr Mistviecher. So. Ich glaube, ganz rechts muss ich noch hin. Ich glaube, ich bin hier gleich nach links gegangen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Oder ist noch ein Fünferrufen. Gleich mitnehmen. Vor die Despawn. Ja, ich habe immer das Problem mit dem Verwechseln zwischen Respawn und Despawn. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist irgendwie so ein Problem bei mir schon immer gewesen. Dass ich das irgendwie immer andauernd verwechsel. K.A. warum. So, hier. Aha, guck mal, da ist der Kompass. Ach shit, ey. Also diese Deppen so nutzlos. Warte mal. Gegen die ist es gut mit dem. Der Boomerang gut, den wir gerade eben bekommen haben. Es ist zwar nur normaler, es gibt nur später noch einen stärkeren, der weiter reicht. Aber weitem weiter. Und ja, aber jetzt haben wir wenigstens mal überhaupt mal ein Mittel, uns gegen diese Fledermäuse aus der Ferne zu verteidigen. Da der Bogen ja Stand jetzt nutzlos ist. Ja, müssen wir uns anders behelfen. Aber sonst im Prinzip haben wir jetzt alles gesehen. Wir waren ja unten überall. Und wir könnten jetzt eigentlich zum Boss. Erste Dungeon ist halt noch nicht so groß und noch nicht so schwer. Keine starken Gegner, eigentlich nur diese Fledermäuse und diese Stahlfossritter. Und die Viecher hier noch, aber ja, die kannst du eigentlich auch killen, nicht? Manche Gegner lassen sich nicht mit dem killen, die lassen sich dann aber betäuben mit dem. Oh, scheiße. Lassen sich dann betäuben mit dem Boomerang. Aber ja, das sind so schwache Gegner, die lassen sich sogar mit dem Boomerang killen. Da sind die wirklich so schwach. So, da vorne ist gleich der Boss. Ich packe mir schon mal die Bomben raus. Die sind nämlich sehr effektiv gegen den. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Hände. Die schmeißen mich, wenn sie mich packen, dann schmeißen sie mich aus dem Dungeon raus. Die gab es auch später wieder in
Link to the Past. Lieber nicht von denen erwischen lassen. Oder ich, normalerweise würde ich jetzt hier stehen und vielleicht noch ein paar Herzen anfordern, sag ich mal. Da die auch manchmal Herzen droppen. Aber da ich full live bin, stürze ich mich in den Kampf gegen diesen Drachen. Und der ist so schwach, da sollten zwei Bomben reichen. Ja. Ganz easy. Ja, das sind noch die einfachen Bossen, ne? Das ist alles noch Pipifax. Wartest nur ab, bis es bis wir bei den späteren Dungeons sind. Dann wird es nicht mehr so lustig. Dann werden sogar diese Bosse recycelt und so, habe ich so schon gesehen alles. Sogar öfter, in vermehrter Auflage. Also der Anfang möge einfach aussehen, aber das täuscht. Das Game hat's echt in sich. Aber richtig. Aber ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall nicht, so selten wie möglich auf der Map zu sterben. In Dungeons gut, da werde ich es nicht verhindern können. Jetzt im ersten, ja, gut. Liegt aber auch daran, da ich ihn jetzt schon ein paar Mal gezockt habe. Auch damals ja schon. Ich wusste ja auch, das ist auch der einzige Dungeon, den ich wirklich immer so mal gezockt habe, wenn ich es mir mal vorgenommen hatte. Und ja. Das ist so der, den ich so am besten kenne. Und ist auch der einfachste auf jeden Fall. Aber ja, ab den zweiten so, da hast du den, habe ich es nie irgendwie so wirklich hingefunden. Da habe ich dann meistens früher mal aufgehört. Und ja, jetzt habe ich mich eigentlich mal dazu auf dem Game & Watch System, habe ich mich jetzt eigentlich mal dazu überwunden, mal mir das Spiel mal genauer komplett Okay. Na gut, ich kann die mit dem Magie-Schild, den wir in der letzten Folge gekauft haben, kann ich ja jetzt seine Geschosse da abwehren. Da sollten wir gut darauf aufpassen. Der ist schon echt nicht schlecht. Oh Gott. Oh, knappes Ding. Oh, ein 5er Rubin sogar bekommen. Sehr nice. So, aber jetzt ist meine große Frage. Wo könnte ich als nächstes hin? Kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Ich wäre eigentlich noch nicht zum zweiten Dungeon. Vor allem da ist auch für die Folge viel zu früh wäre. Ich möchte eigentlich schon frühestens in der oder spätestens halt in der nächsten Folge in den Dungeon. Jetzt eigentlich noch nicht. Jetzt haben wir den ersten Dungeon geschafft in 12 Minuten. Und ich möchte jetzt eigentlich eher was anderes machen, irgendwas sammeln. Okay, wow. Schild mal. Alles gut. Und ja, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt das erste Mal die Karte zurückgreifen müssen. Ich mache kurz einen Cut und schmeiß sie mal kurz an. Und ja, ich werde mir jetzt mal kurz überlegen, was wir machen. Also, bis gleich. So, ich habe mir jetzt Ziel genommen, mir ein Herzteil zu holen, das ganz unten ist. Und als zusätzliches Ziel noch das stärkere Schwert, das weiße Schwert. Da müssen wir hier nach ganz oben, habe ich ja schon gesagt, da irgendwo in der Nähe. Da war das irgendwo. Und ja, hier unten so in dem Bereich hier wird auch später dann für die nächste Folge dann der zweite Dungeon sein. Vielleicht stelle ich mich da auch hin. Es sei denn, es ist schon wieder zu früh für Partende, dann müssen wir noch was anderes überlegen. Aber sonst will ich jetzt eigentlich die zwei Dinge sammeln und die Folge beenden, wenn es noch nicht so früh ist noch. Wir haben jetzt aber eigentlich noch einen halben Part Zeit, also werde ich jetzt da schnell hinsprinten, hoffentlich ohne Tod. Und auch ohne Karten, damit ihr euch auch mal so den Weg angucken könnt, wo ich lang gehe und auch ein paar neue Monster vernichte. Oh Gott. Mich ganz schön, ganz schön zunichte machen diese Bockblins? Sind das diese Bockblins? Ich glaube, das sind diese. Oder die hießen doch auch noch irgendwie anders. Bockblins oder so? Irgendwie hießen die. Die haben minimal einen anderen Namen gehabt. Ach, da sind wir eigentlich schon. Ich habe jetzt gedacht, dass ich noch ein bisschen weiter nach rechts oder so muss. Aber nee, wir sind ja schon da. Ich muss jetzt kurz meinen Weg freiräumen. Wisst euch mal, ihr dreckigen Viecher, wie auch immer ihr heißt. Eine Bombe legen. Und dann hier runter, da erwartet uns ein weiterer Herzcontainer. Hier, den Trank will ich nicht, den kaufe ich mir höchstens bei der alten Dame dann später. Wenn wir die da mal gefunden haben. So.
So. Hier sollte es eigentlich nur noch hier an Wasserland gehen, aber da ist es ziemlich gefährlich wegen diesen... Ich nenne sie jetzt mal sowas, auch wenn sie hier in diesem Spiel anders heißen. Aber mit den anderen... Warte mal kurz. Kurz pausieren. Ich glaube, hier war ein Secret, aber das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Oh, ist es das? Warte, das muss ich kurz überprüfen. Das ist geil. Wenn nicht, im schlimmsten Falle, wenn wir noch Zeit hätten, könnte ich nämlich noch mit dem blauen Ring holen für 250 Rubine. Das wäre zwar ein bisschen lame für den zweiten Dungeon, den schon zu haben. Aber... The fuck? Warum klappt das nicht? Das ist aber der richtige Punkt, genau. Nee, warte. Nee, hier. Hier ist der richtige Punkt. Entschuldigung. Hier ist es. Zum Glück können wir die unendlich nutzen. Und das sollten jetzt 100 Rubine sein. Genau. Und dann gäbe es noch einen zweiten Punkt, wo ich noch 100 Rubine aufkratzen könnte. Nochmal so ein Punkt mit 100 Rubinen. Und da hätten wir die 250 Rubine für das zusammen. Aber ich würde sagen, bevor wir dahin gehen, gehe ich jetzt erstmal mein stärkeres Schwert holen. Das weiße Schwert, was ich auch immer vorher für das Master Sword hielt, aber... Das Master Sword soll, glaube ich, dieses Magieschwert sein, dieses Magical Sword, das wir am Ende bekommen werden, das letzte Schwert. Das soll, glaube ich, das Master Sword darstellen. Es hieß ja damals natürlich einfach noch anders. Hat erst seit... A Link to the Past seinen richtigen Namen bekommen. Und hieß es halt noch Magical Sword. Aber wir kriegen erstmal das weiße Schwert. Dazu müssen wir... Ist das richtig? Müssen noch nach links. Brauche ich die Map aber nicht mehr. Jetzt mach ich die aus. Das hier hat auch noch später mal was zu tun. Warte, ich kann noch mal kurz aufschmeißen. Ich glaube, da ist ein Dungeon gewesen. Was ist das? Oh, scheiße, mach aus. So, kurz. Einen kurzen Blick drüber werfen. Ja, da wäre der fünfte Dungeon wäre da. Okay, der fünfte Dungeon wäre da. Okay, das dauert noch ein bisschen. Oh Gott. Der ist assi. Der ist richtig assi. Das ist auch noch ein blauer Gegner, das heißt eine stärkere Version. Boah. Aber wir haben ihn trotzdem besiegt. So, und hier sollst du... genau, das weiße Schwert bekommen. Master using it and you can have this. Danke auf jeden Fall dafür. Das ist doppelt so stark wie unser voriges. Kann man sich doch auf jeden Fall mal mitnehmen, ne? Nur für das Magical Sword, was ich... Sorry, dass ich mal die Map aufmache. Da ganz links befindet sich die Lost Woods. Das ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass es sich um das Master Sword handelt. Ja, Lost Woods gab es schon in dem allerersten Zelda. Also natürlich nicht mit dem mit dem Soundtrack natürlich, den wir aus OOT kennen. Den gab es erst seit OOT. Aber in solchen Falle gab es die Lost Woods hier schon in Zelda 1. Und da konnte man das Magical Sword finden, aka das Master Schwert. Warte mal. Na ganz toll. Jetzt habe ich ganz große Scheiße gebaut. Jetzt hänge ich in diesem Wirrwarr von dem fünften Dungeon fest. Das sollte ja... Dieses, was ich hier gerade mache, ich laufe ja im Prinzip jetzt auf einer Stelle. Das soll halt den Spieler verwirren, damit er nicht zum fünften Dungeon kommt. Nach links. Okay, ich muss jetzt den Weg nach links nehmen. Das heißt, den Bergfall nach links muss ich jetzt nehmen. Scheiße. Ah nee, hier geht's um... Schwert. Ah, gut, da muss ich mir jetzt hier durchkämpfen. Gut. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Dann sprinte ich hier schnell lang. Dann überlege ich mir vielleicht noch, wie wir... Wir müssen ja eh nach links. Da irgendwo in der Nähe. Da sollte sich das zweite Secret befinden. Mit den nächsten 100 Rubinen. Und da auch in der Nähe ist auch gleich der Shop.
So, hier sollte eigentlich alles gleich in der Nähe sein. Die fallen da ein bisschen ein paar Steine runter, ja. Kennt man ja, war ja, glaube ich. Oder war es ein OOT? Ne, da war es ein Gerone, der einen rund entgegengerollt kam, ne? Genau, es war kein Stein. Irgendein Zelda, da war es doch auch so, dass einem Stein entgegenflogen kam. War das A Link to the Past? Ich glaube ja. Oder A Link Between Worlds. Oder beides. Das kann auch sein. A Link Between Worlds war ja der 3DS-Nachfolger zu A Link to the Past. War auch nice. Habe ich mir auch gegönnt. Allerdings meinen durchgespielten Speicher, wie ich es durchgezockt habe, zu, ich glaube, 100%. Der ist leider mitsamt meines ersten New 3DS gestorben, sage ich mal. So wie viele andere Spiele. Oh Gott, das geht mir so auf den Sack. Lasst mir doch in Ruhe, ey. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach links. Verpiss dich. Jetzt können wir sogar die blauen Octoroks schon one-hitten. Wichtig. Komm her, sagte ich. Komm her. Du auch. Brauchst dich doch nicht in der Höhle verstecken. Ah! Und dann Konter bekommen, ey. In die Fresse, ey. Direkt in die Fresse. Oh! Hier ist die ältere Dame. So. Bitteschön. Jetzt können wir uns hier den blauen Trank für 40 Rubine und den roten Trank für 68 Rubine holen. Ja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, der blaue, den kann man nur einmal nutzen und den roten kann man zweimal nutzen. Der wird dann danach rot beim ersten Benutzen und dann, der wird danach blau bei der ersten Benutzung und dann ist er leer. Dann ist er verbraucht. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, den roten eher zu kaufen, aber wir kaufen jetzt erstmal nichts von beiden. Ich habe es erstmal nur aktiviert, damit wir zukünftig darauf zugreifen können. Und ja, jetzt brauche ich aber erstmal die Rubine für unseren blauen Ring, der uns im Übrigen einen Verteidigungsboost macht und Link wird auch seine Farbe ändern. Kann ich jetzt schon mal verraten. Aber dafür muss ich erstmal den Ort finden, wo wir die nächsten 100 Rubine spendiert bekommen. Ah, hier ist es, okay. Hier muss ich die Kerze wieder zur Hand nehmen. Und ich glaube, hier. Okay, das war nach oben, das war ein Epic Fail. Komm, schieß. Stirb, stirb. Aua, aua. Arsch offen. Ey. Arschloch. So. Gib ruhig deine Bomben her, von mir aus. So, nochmal. Voll verfehlt, ey. Ich wollte nach links schießen, dann schießt er nach da. Okay, rein da bitte. Genau. Gib mir das Money. So, und jetzt haben wir das Maximum. Das Maximum sind tatsächlich nämlich 255 Rubine. Mehr kann man nicht bekommen. Damit das auch mal geklärt ist. Sonst hätte ich ja im Prinzip auch, glaube ich, mir zusätzlich auch noch den Trank holen können, den roten. Oder zumindest den blauen. Aber da das Maximum bei 255 liegt, kann ich nur jetzt nur die 250 für das blaue Amulett farmen oder halt sparen und dann bleiben mir nur noch 5 übrig. Ist halt leider doof. Okay, wir sind gleich da. Ist das noch einmal nach oben? Ohne Problem bitte. Ich guck mal kurz, was hier drin ist. Auch wieder irgendein Shop wahrscheinlich. Ja, genau. Da gibt es wieder Bomben und die Pfeile. Die werden wir dann später holen. Für 80 Rubine. Aber wie gesagt, die sind dann endlos im Gegensatz zu den Bomben. Das ist ein kleiner Vorteil. Dafür musst du aber für jeden Fall einen Rubin einsetzen. Im Prinzip bezahlst du ja dann jeden Rubin. Aber ja, nicht so in dem Sinne jetzt. So, jetzt müsst ihr diesen komischen Deppen da berühren. Und dann, ja, habt ihr einen Shop. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier diesen Shop. Und der hat hier den blauen Ring.
Und damit kriegen wir... Ich glaube, die doppelte Verteidigung. Also die machen nur noch die Hälfte Schaden. Die Gegner. 250 Rubine. Ordentlicher Batzen Geld. Und... Link hat seine Farbe geändert. Er ist jetzt nicht mehr grün, sondern weiß. Wird jetzt hier für einen oder anderen vielleicht triggern, weil er nicht mehr klassisch aussieht, aber egal. Hauptsache hat die höhere Verteidigung und ja, die Gegner machen weniger Schaden. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Jetzt bräuchte man eigentlich noch nicht im zweiten Dungeon. Aber ich dachte mir jetzt, damit wir was für die Folge haben, habe ich das jetzt schnell damit verbunden. Außerdem... Ah nee, warte. Nee, das war ja der dritte Dungeon. Nee, da müssen wir einmal komplett nach rechts nochmal. Schade. Okay. Da oben an dem grünen Ding könnte man dann mit dem Floß ran, aber das bekommen wir erst noch. Das sollte sogar ein Dungeon-Item sein. So, verpisst euch. Sagt ihr, verpisst euch. Dankeschön. Habe ich jetzt überhaupt das Herz, den Herzcontainer geholt? Ja, doch, habe ich geholt. Okay, gut. Dann glaube ich, sollten wir jetzt auch keine Herzcontainer mehr bekommen. Für mich ist alles täuscht. Es finden eigentlich noch zwei und dafür brauchen wir Dungeon-Items für. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal nichts mehr auf der Oberwelt zu tun. Ich bringe uns zum zweiten Dungeon. Da beende ich dann die Folge. Aber wir sind wieder die 30 Minuten voll. Haben wir ein bisschen was gemacht. So ein bisschen um. So gut es geht, Rubine mitnehmen. Da haben wir noch das ein oder andere Item, was wir uns kaufen wollen. Wie zum Beispiel die Pfeile. Und wer weiß, wann wir uns mal ein paar Bomben wieder zulegen müssen. Gerade haben wir keinen Mangel. Tatsächlich. Aber wer weiß, wann man mal sich wieder welchen zulegen sollte. Wann wir Mangel haben. Ist damals halt Mangelware gewesen, leider. Die Bomben. Aber gut, aber warte, ich muss darüber. Wenn mich nicht alles täuscht. Muss mal durch hier deppen. Können wir alle one-hitten. Auch wenn ich aber nicht so reingeballt werden sollte. Ach so, stimmt. Meine Verteidigung ist es sogar so hoch, dass die mich gar nicht mal ankratzen. Also ich wurde zwar eigentlich getroffen, aber der Angriff war so schwach, dass ich das einfach weggetankt habe. Und ja, das ist halt die stärkere Verteidigung, die zeigt sich halt. Kann es manchmal passieren, wenn der Angriff so schwach ist, dass also ich so nicht gar keinen Schaden bekomme. So. Weil hier bin ich ja auch falsch. Scheiße. Ganz nach rechts. Gott, was denn der ist? Ja, ganz toll. Okay, abgewehrt. Oh Gott, knapp. Okay. Nein, dreh dich nach rechts. Oh. Hier, dass ich auch manchmal einfach nicht nach rechts dreht. Ich drücke nach rechts und er macht nichts. Ist halt ein Emulator, ne? Was erwarte ich? Werden. Okay. Danke für deine Bomben. Ich glaube, das Maximum ist gerade bei 8 Bomben, kann es sein. Ich habe jetzt nämlich die ganze Zeit immer nur 8 gehabt. Ich habe gedacht, das ist bei 10, aber scheinbar doch nicht. Ich weiß nur noch, irgendwie kann man den erhöhen bei irgendeinem alten Herrn in einem Dungeon, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja. Sonst ist es, glaube ich, nicht möglich, das irgendwie in einermaßen zu erhöhen. Aber ich hätte echt gedacht, dass man 10 als Maximum hat, normal. Scheinbar waren es doch nur 8. Na egal. Okay, boah, knapp. Nimm das Herz mit, wenn du es nicht brauchst. Okay, komm, komm, gib mir noch ein paar Rubine. Euch kann ich ja gut killen jetzt mit dem stärkeren Schwert. Wenn ich zumindest treffe. Was sagt er, wenn ich treffe? Ach, du bist doch ein Arschloch, ey. Komm, tschüss. Eieieiei, hier muss ich jetzt doch ein bisschen mit den Minuten spielen. Okay, komm du auch noch. Bam. Boah, hat sich sogar gelohnt, nice. So, ich würde sagen, hier
ist wieder der zweite Dungeon. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr es was wollt. Und beim nächsten Mal geht's weiter bei Legend of Zelda für den Nintendo Entertainment System. Haut rein und ciao, dann geht's in den zweiten Dungeon.